Ich heiße euch herzlich willkommen. Wir sind zurück im geliebten Banished. Ich glaube, das leicht ist, glaube ich, bei jedem Spiel, was ich hier noch zocke. Ja, egal. Wie in der letzten Episode rumgefailt am Ende, dass ich jetzt darauf gekommen bin. Warum packt sich Banished gerade kurz in Fenstermodus und jetzt wieder zurück? Egal. Jetzt läuft's. Also, wir haben. Oder ich habe in der letzten Episode rumgefailt hier mit meinen Tüfteleien, warum das dann nicht richtig funktioniert. Inzwischen habe ich es rausfinden können. Jetzt habe ich nur ein bisschen spiegelverkehrt gedacht. Ja, ihr seht, dass wir immer noch 60 Obdachlose haben. Das liegt daran, dass wir knackige, ich glaube, über 75, 74 Nomaden aufgenommen haben in der letzten Episode. Und um die kümmern wir jetzt in dieser, dass wir ein paar Wohnungen ranbekommen. Jetzt schauen wir erstmal, ob wir die jetzt, was denn jetzt hier? Achso. Man hat gar keinen für eingestellt. Bam! Direkt 99 in der Kirche. Ob wir die hierher basteln. Wir sind hier sowieso recht naschen an dem Forsthaus. Und ich denke, wir werden jetzt hier die Siedlung noch ein bisschen erweitert. Ihr seht, erweitern, dass wir hier ein paar kleine Stadthäuser schon hingeklatscht haben. Und davon werden wir jetzt, kleines Stadthaus, welche sind denn das? Blockhütte. Kleines Stadthaus, diese hier. Gucken, ich hätte auch gerne, wer das da zwei Platz ist dazwischen. Eins, zwei. Ah ne, warte mal, wir machen die jetzt komplett anders. Ne, warte, wir machen die machen wir nochmal weg. Die hätte ich gerne dann so. Mit einer Zweierstraße, das heißt so, so, dann so, so. Oh, dann habe ich den jetzt gerade falsch gesetzt. Dann muss der nochmal weg. Stadthaus. Setze ich erstmal den hier und dann den. So, dann haben wir vier. Das reicht natürlich noch lange nicht für unsere 60 Obdachlosen. Das sind 2, 4, 6, 8, denke ich. Natürlich kann das sein, dass da noch ein paar Kinder bei sind, aber wir werden jetzt erstmal bis hier vorne so ein paar Blöcke hinzaubern. So, und das gleiche Prinzip werden wir hier auch verfolgen. So, dass das hier auch wieder zwei sind. Ja, also so. So, dann drehen wir das noch einmal. So und so, dann haben wir hier vier. Und jetzt werden wir hier nochmal einen hinsetzen. Gucken, ob wir das jetzt, wartet mal, die haben wir jetzt so gebaut. Dann bauen wir jetzt die wieder so. Auch, dass die vor der Haustür hier zwei Straßen haben. Also so und dann eins nach oben. Nee, ne? Müsste das so, glaube ich, passen, oder? Habe ich das jetzt richtig gesetzt? Ich glaube ja. Gut, also so. Und dann direkt daneben noch und dann nach hinten noch zwei. So. Und, oh, warum kann ich den einen nach hinten setzen und den nicht? Da ist doch schon wieder irgendwas falsch. Da ist was falsch. Ja, das ist ein bisschen fliemelig hier. Aber wir kriegen das hin. Jetzt habe ich das falsche Haus ausgewählt. Stadthaus, so. Das ist halt jedes Mal diese Geschichte mit diesen Bäumen hier. Man sieht überhaupt nichts. So muss das natürlich. Und jetzt kommen dahinter so und so nochmal zwei. So, jetzt warten wir, bis diese Häuser erstmal gebaut sind. Hier wird direkt das ganze Holz weggeschlagen. Und dann kommt das hier unten an die Siedlung. Der Bauernmarkt hier ist noch schön in Reichweite. Na? Jetzt sieht man die Reichweite. Ja, hier vorne weiter sollten wir da auch nicht. Und dann muss hier bald mal der Förster, nee, da ist er, hier weichen. Weil hier hat er bald nichts mehr zum Fällen, weil jetzt überall hier Häuser stehen. So, und dann wird hier auch die Straße weiter durchgeführt. Ein paar Steine sollten wir noch über haben. Erstmal bis da. Da ist keine, aber hier.
so und auch hier bis dahin und dann natürlich auch einmal hier lang. Ja, ja, und natürlich noch hier direkt vor der Haustür. Da soll ein kleiner Platz her, quasi. So, haben wir alle? Hier fehlt noch was. Achso, hier kommt auch noch mal ein Platz hin. Machen wir erstmal hier noch die beiden Straßen. Und in diese Richtung hier. So und so. Und dann kriegst du auch noch eine Steinstraße. Und die hier ist auch zweispurig. So und so. Ja. Da haben wir mit dem Stein rumgeschludert. Da ist auch schon das erste Haus. So, jetzt sind wir schon bei 47. Das liegt wahrscheinlich daran. Erinnere ich mich nicht mehr ganz dran, aber wir haben hier oben auch noch ein paar Häuser gebaut. Ja, das werden wahrscheinlich die beiden hier sein, die jetzt offiziell Bauern sind. Und da gucken wir mal. Legehennen, Hühner, Legehennen, dann werden jetzt hier auch Hühner herkommen. Und dann gucken wir mal, wo wir die klauen können. Hier haben wir keine mehr. Wo haben wir denn überhaupt noch Hühner? Ach, hier. Was sind das? Sind das normale Hühner? Ja. Die hätte ich hier eigentlich komplett nicht aufgeteilt. Ich hätte sie gern komplett leer gemacht hier. Kann ich die denn nicht einfach direkt sagen, dass die da die leeren? Warum geht denn das nicht? Muss ich hier erst jemanden einstellen? Hm. Ich kann das nur aufteilen. Dann sind da 10. Eigentlich hätte ich es gern geleert. Weil das hier raus soll. Die wandern jetzt alle hier oben auf die Höfe quasi. So, und dann werden wir hier auch direkt sagen, dass diese Felder erstmal wegkommen. Das sind die Kartoffeln. Das werde ich, glaube ich, auch noch 10-mal alles ändern hier, was hier wo wächst. Weil ich steige dabei selbst nicht mehr durch. Auf jeden Fall wird jetzt hier vorne ein Feld und dann kommt hier ein Feld her und hier noch 2, so und so, und ich glaube, hier oben machen wir jetzt nochmal so ein Prinzip hierher mit Lagerhäusern, 2 Landhäusern und einer Weide, das gleiche Prinzip. Ich glaube, das dürfte sie ja noch hierher passen, oder? Klar, also hier ist noch, hier werden wir sogar noch Felder herbekommen, bis da oben hin. Ja, das machen wir. Nur gucken, dass ich das Prinzip jetzt auch so wieder hinbekomme hier. Ich bin ein bisschen blöd im Hören. Ich kriege das nicht immer so hin, wie ich mir das denke. Also das dürfte 11x11 sein hier. Jawohl. Also kommst du mit Straße hierher. So, du kriegst da jetzt eine Hütte oben an den Berg. Oh, der ploppt eh weg, der Berg. Gut. Das heißt so, und dann kommen da auch noch 2 Lagerhäuser hin. Kommen dann spiegelverkehrt Straße. Wartet mal, da ist noch eine bündige Straße. Dann müsste das heißen so und so. Und dahinter kommen jetzt noch 2 Landhäuser, meine ich genau. Die kommen auch. Ja, eigentlich kann ich die ruhig so umdrehen. Die gehen ja nicht mehr in die Richtung. Achso, da habe ich auch noch eine Straße zwischen. Deswegen habe ich mich gerade gewundert, warum die so nicht ganz hinpassen. Die möchte ich jetzt gerne. Passt sogar. Passen da nicht 3 sogar hin? 1, 2. Nee. Wenn ich da kleinere nehme, sind die schmaler? Nein, die nicht, aber die auch nicht. Welche habe ich denn unten gebaut? Stein, Stadthaus. Die sind kleiner. Nee, oder? Bauen wir da? Ach Quatsch, wir machen jetzt nicht hier. Wir machen das genauso, aber wir machen es nicht so, sondern ein bisschen anders. Einmal so und einmal so. Wunderschön. Und dann kommen dann noch ein kleiner Feldweg nach hier, nach hier, nach hier, nach da unten, nach da oben.
So, und du kommst. Na, war vielleicht doch nicht so gut, dass wir da oben die Hütte hingebastelt haben. Da kommt ja kein Schwein hin. Bauen wir nochmal kurz weg. Machen dich nach da. Gut, so können wir das machen. So. Da kommen die Kollegen schon, schleppen den Scheiß dahin. Oh, das Ding ist sogar schon fertig. Hier müssen sie noch ein bisschen Holz ab, oder was auch immer da im Wege liegt, wegholzen. So, dann haben wir das. Tja, wie führen wir die Geschichte jetzt weiter, dass wir hier vielleicht jetzt sogar auch noch eine kleine Siedlung herbauen? Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. Ein paar von den Dingern sind ja in der Reichweite. Wir haben hier einen kleinen Bauernmarkt und ich denke, wir werden hier noch einen hinsetzen. Und an diesem Bauernmarkt hier an die Seite, wo jetzt hier noch das Feld ist, werden wir dann auch noch das Prinzip hier weiterführen. Aber erstmal, der Bauernmarkt dient auch ein wenig dazu, dass wir mit unserem ganzen Scheiß an Lagern auch ein wenig. Ich hätte gerade Platz sparen gesagt. Nein, ich meine. Achso, wir können das sogar hier bauen. Klar, cool. Dann können wir nämlich da die Straße bauen. So, da kommt der Bauernmarkt hin, der nächste. Da ist, sind die hier schön in Reichweite, obwohl die sich den Scheiß eh aus den Lager klauen. So, ich habe keine Ahnung mehr, was ich sagen sollte. Ja, genau, weil hier auch natürlich ein bisschen Lager entsteht, was ganz gut ist, weil sonst überall unsere Lagerhäuser komplett überfüllt sind. Wie gesagt, wir haben in der letzten oder vorletzten Episode irgendwas mit 15.000, ich weiß nicht mehr, was es waren, Kartoffeln. Auf jeden Fall eine Menge Scheiß. Und das werden wir jetzt nach hier bringen. Und jetzt werden wir hier vorne so eine kleine. Die sollen weg. Achso, ich muss natürlich noch sagen, was da wachsen soll. Da waren vorher, glaube ich, Kartoffeln. Das werden auch wieder Kartoffeln sein hier. Mein Gott, wir haben so viel Scheiß hier, ne? So viele. Na, sag doch mal schnell. An Feldern kann ich hier oben überhaupt nicht hinbauen. Hier kommen jetzt erstmal die Kartoffeln. So, aber jeweils bitte nur einer pro Feld. Wir wollen hier mal nicht übertreiben. Und so langsam könntet ihr hier das mal fertig machen und da was auch immer da am Wege ist, wegmachen. Da ist doch nur wahrscheinlich das Ding hier. Da der Holzstaubel, der da am Weg liegt? Jawohl. Gut, also hier auch Kartoffeln. So, und dann arbeiten da jeweils ein Mann. Und jetzt gucken wir mal kurz auf den Bauernstand hier. 46, da haben wir sogar zu viele. So. Dann sollte das funktionieren. Ich gucke mal kurz hier. Wer arbeitet denn hier überhaupt? Sieht man das? Verkäufer oder was? Oder Händler? Warum habe ich denn da nicht einen ausgewählt? Null. 20 Händler, aber ach so, weil ich die pausiert habe beide. Ach so, ja, klar, das habe ich deswegen gemacht, weil wir erstmal gucken mussten, was mit unserer Nahrung los ist. Wir werden das hier mal einfach auf Null machen. Von mir aus können wir dann hier die Arbeit anstellen, ist egal. Arbeitet eh im Moment keiner jetzt. Dann sieht das ein bisschen übersichtlicher aus, finde ich. So, das war der Verkäufer. 5 von 14. Das sind die, die ich gesucht habe. Hier haben wir nämlich 3. Hier sagen wir mal, sollen 4 arbeiten. Hier schicke ich dann 2 rein. Und dann schicke ich da 2 rein. Und dann müssen wir nicht noch den unteren auf 2 stellen. So, und dann haben wir nämlich 5 von 8. Das stellen wir gleich hoch, weil das erstmal fertig sein muss hier. Bis jetzt sind das nämlich nicht die Leute, die da auch arbeiten. So, dann haben wir hier schön verteilt überall die Lagerhäuser. Das Ding ist wieder komplett überfüllt mit Gurken. Das ist super. Vielleicht müssen wir doch dafür sorgen,
Wo sind denn die Gurken überhaupt? Ah, die machen wir schon gar nicht mehr, die Gurken. Na, seht mal. Und wie, warum musst du verhungern? Was ist mit dir nicht richtig? Weil du kein Haus hast, oder was? Ich glaube, weil wirklich nicht an Nahrung fehlen. Ich glaube, es geht los. So, wir warten mal eben, bis der Bauernmarkt hier fertig ist. Wir haben 20 Bauarbeiter. Wir haben 127 Leute? Meine Fresse! Wo kommen die denn alle weg auf einmal? Du Scheiße. So, gut, wir haben hier noch Hühner. Wir machen das gleiche hier oben auch. Ne, warte mal, wir machen jetzt hier wieder Legehennen, ne? Ja. Hier sollen wieder Legehennen rein. Kann ich die jetzt teilen schon von hier, die Legehennen? Ja, klar, machen wir hier. Oder habe ich jetzt hier unten noch welche? Ne, hier sind die Hühner. Wisst ihr was, ich mache das Ding hier schon weg. Den haben wir geteilt, den möchte ich hier nicht mehr haben. Mach was immer damit, schlachte die ab, die Viecher. Ich überlasse das euch. So, jetzt gucken wir erstmal, hier waren noch welche, die haben wir schon weg. Die haben wir alle weg. Ja, dann können wir einfach von hier welche teilen. Oh, guck mal an, ist echt jemand verhungert. Warum? Zur Hölle. Weil die nicht rechtzeitig zum Fressen kommen, oder was? Mit den Häusern, oder wie? Nicht die schlauesten Leute hier bei mir. Gut, egal. Legehennen. Einmal aufteilen, bitte. Und nach hier oben. So, 10, 10. Gut. Da haben wir die normalen. Die sind sogar schon wieder bei 20, ey. Mein Gott, die haben wir mal zugelegt. Legehennen, Legehennen. Hühner, Hühner. Legehennen. Ja. Die verteilen wir jetzt hier überher. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie genau wir das hier weiterführen. Die Straße könnten wir erstmal wegmachen hier vorne. Die ist eh fehl am Platz. Wir könnten die Dinger hier direkt... Ah nee, wir haben einen Platz verloren. Also ich hätte gerne die Felder bis hier hoch. Also gut, wir können sie gar nicht so weit bauen, aber wir können sie ungefähr bis dahin basteln. Gut, dann gucken wir jetzt erstmal, dass wir hier, was habe ich gesagt? Auf dem Bauernmarkt zwei Leute? Ja, die Hälfte, also zwei. Und dann stellen wir die mal auf maximal. Lehrer, warum habe ich den hier? Es müssten 7 Lehrer sein. Verkäufer machen wir auf 10 und dann sind überall jeweils die maximale Anzahl an Leuten da. So, und dann haben wir das, das, das. 6, 4 Bäcker. Die stellen wir inzwischen auch mal auf 12. Bauarbeiter, klar, die lassen wir so hoch. Fischer, ja, die Fischer könnten wir hochschrauben jetzt. Ich glaube, das machen wir auch. Auch wenn wir dann am Ende wieder zu viel Fisch haben. Wir haben eh zu viele Leute gerade, also können wir ruhig alle an den vorgegebenen Plätzen arbeiten. So, dann haben wir das erstmal alles maximiert. Während hier unsere Leute von Steinen erschlagen werden. So, ein Händler ist gekommen, habe ich gerade noch so im Augenwinkel gesehen. Wein und Spirituosen brauchen wir nicht. Da ist keiner. Wir müssen erstmal zusehen, dass unsere Nahrung wieder nach oben geht. Wir haben inzwischen sogar gar keine Kräuter mehr, sehe ich gerade. Da kommt der eine nicht mehr hinterher, wa? Wo ist denn der überhaupt? Oder wie viele Kräuterknechte haben wir? Mal kurz gucken, wo sind denn die Kräuter? Schmied, Imker, Köhler. Ist das der Sammler? Bin gerade nicht sicher. Ich glaube nicht, dass das der Sammler ist. Ja, wie heißt da Kräutersammler? Oh Gott, wir haben echt einen einzigen Kräutersammler. Wo arbeitest du denn hier? Steinhaus, nein. Wo arbeitest du? Sag mir das. Ich glaube, der arbeitet hier irgendwo. Da, wir haben echt nur einen einzigen Kräutersammler. Ja, und der kommt nicht mehr ganz klar damit. Wir machen mal kurz das Ding auf 1000 und wir bauen, ja, also das kommt hier bald eh weg. Das ist jetzt bald komplett, ich sage mal, überwuchert mit Wohnung. Tja, also der hat, glaube ich, auch einen Radius, oder?
Ich sehe den Radius gerade nicht. Hat er keinen Radius? Hm. Ja, bauen wir vielleicht hier auf die Seite hier irgendwo ein oder was? Ich glaube lieber, dass wir einen noch hier oben hin basteln. Ja, ich bin mir fast sicher, dass das hier alles noch wegkommt. Na, wisst ihr was, solange es noch da ist und wir reißen das Ding dann vielleicht noch weg, aber egal, wir bauen jetzt hier noch... Nein, wo ist denn ein Kräutersammler? Nicht bei der Nahrung, oder? Der hier? Ja. Und dann kommt hier jetzt noch... Ach, da ist doch ein Radius. Jetzt habe ich ihn gesehen. Na gut. Wir bauen hier also noch... Oh, Mist. Oh, entschuldigt, da ist meine Stimme gerade weggegangen. Da noch ein Kräutersammler hin. So. So, was machen wir denn jetzt hier mit? Lebensmittelvorräte sind fast aufgebraucht. Jawohl, damit habe ich ein wenig gerechnet. Deswegen sorgen wir ja dafür, dass das nach oben geht. So, was hast du denn zu bieten hier? Ne, das ist der, der schon da war. Dann ist er hier gemeint. Ja, das gleiche. Guckt an. Naja. Ja, eigentlich könnten wir zur Not, also wirklich zur Not, hier unsere kompletten Lager wieder plündern. Hier liegt nämlich noch eine Menge Nahrung drin. Also wenn das hier komplett irgendwie auf Null laufen sollte, dann würden wir einfach die Handelsposten wieder leer räumen. Aber ich denke, wenn wir jetzt hier die Produktion bald nach oben geschraubt haben, zumindest sollte das noch in dieser Episode klappen, dass wir hier vorne die nächste Produktion an Land ziehen. Vielleicht machen wir hier noch... ich glaube, ich markiere mir das mal einfach mit Straße. Obwohl das ja eigentlich... Ja, doch. Also, ich markiere mir das einfach mit dem Feld, weil die können wir ja ruhig setzen. Also, bis hier sollte dann die Straße gehen. Das sollte dann, sagen wir mal, hier Feld hinkommen. Gott, hier sieht man gar nicht das zweite Feld. Ist das hier 11? So. Das sollte Feld sein. Ja, oder gehen wir lieber nach diesem hier. Gut, der hat die Lücke hier auch. Damit wir sagen können, hier wäre das nächste Feld. Nee, oder? Warte mal, wie machen wir das am blödsten? Hier kann natürlich auch die Krankheit einfach wieder auf das hier rüberspringen. Deswegen bin ich ja mal überlegen, ob wir das vielleicht nicht doch ein bisschen anders machen. Und sagen, hier wäre ein Elber. Guck mal, so eine Felder kann man sogar basteln. Total sinnbefreit. Hier wäre das Feld zu Ende. Also hier... Ich kann meinen eigenen Gedankengang gar nicht genau nachvollziehen gerade. Mein Plan ist, das jetzt ungefähr symmetrisch zu halten. Aber dann wäre das hier alles weg und hier alles weg. Eigentlich im Grunde dann... Egal, wie wir es machen. Wir können ja jetzt nicht sagen... Hier würde das eh nicht hinpassen. Schade. Ja, wie machen wir das am blödsten? Unsicher, unsicher. Ich glaube, wir machen das doch so. Wir machen jetzt hier mal ein Leerfeld, sage ich mal. So. Und dann wäre... Hier, glaube ich, könnte noch eine Straße ran, ne? Ja, hier wäre die Straße. So. Und so. Ich glaube, wir machen das dann so, genau. Vielleicht kriegen wir hier dann noch ein paar, ein paar Häuser zwischen, wollte ich sagen. Und werden dann sagen, weil ich Monk bin, dass das dann hier symmetrisch weitergeführt wird. Das heißt, hier, hier. So. Hier kriegen wir wohl keins mehr hin. Nein, kriegen wir hier hinten noch eins ran. Auch nicht. Und dann
könnten wir hier zumindest noch ein paar Lager reinsetzen. Hier kommen dann auch noch Häuser rein. Das sind sehr viele Häuser, wa? Vielleicht können wir hier dann noch ein paar Weiden hinzimmern. Das wäre ganz schick, denke ich. Die waren aber auch 11, 11, ne? Ja. Die passen hier wohl nicht mehr ganz hin. Außer natürlich, wir sagen, mach die bescheuerte Straße hier weg. Mach die Straße da weg. Und dann basteln wir hier noch ein paar schicke Weiden ran. Zwei an der Zahl. So. So. Da musste ich einen kurzen Schnitt machen. Irgendwie ist meine Aufnahme zwischendurch einfach mal abgeschissen. Ich habe jetzt auch unbeabsichtigt ein wenig weitergebaut ohne euch. Ich habe hier oben jetzt gedacht, wir werden unsere Gersteproduktion einmal auslagern nach hier oben, weil ich möchte hier vorne denn doch lieber die normalen Feldfrüchte ernten. Ich habe hier vorne jetzt schon mal Heidelbeeren und Himbeeren hingepflanzt. Was wir jetzt dahin machen, das weiß ich noch nicht ganz genau. Und ich habe, weil inzwischen irgendwie noch zwei andere Leute gestorben sind von unseren tapferen Siedlern, veranlasst, dass er der erste Handelsposten geräumt wird. Also hier liegt überall noch 3000 und zigtausende an Nahrung drin. Die werden jetzt nach und nach alle in die Lager geschifft, deswegen steigt das auch gerade. Wir waren runter auf knappe 2500, deswegen schraubt sich das jetzt ein bisschen sehr schnell nach oben. Wir gucken auch mal eben, ob jetzt hier... Nein, unser Kräutersammler hier hinten ist noch nicht fertig. Wir werden jetzt hier, jetzt wo es gerade fertig ist, erstmal sagen, nein. Wie immer möchten wir nur einen pro Feld hier haben. Und ich glaube, ich möchte auch gar nicht mit Gerste was basteln. Haben wir schon Weizen? Ja, ich möchte nämlich, glaube ich, jetzt Weizen mal weiter produzieren, anstatt Gerste. Wartet mal, Weizen. Ach, Hanf haben wir ja auch noch. Wir müssen endlich mal die Seile produzieren. Das machen wir immer noch nicht. Das werden wir aber auf jeden Fall noch machen. So, Weizen, Weizen. Dann Weizen und dann hier noch Weizen. So, und dann werden wir natürlich auch sagen, mache Mehl aus Weizen und ich glaube, einen von den beiden lassen wir nochmal auf Gerste. Ich nehme nämlich an, dass wir immer noch Gerste im Lager haben. Ich schaue mal eben. Wir haben noch 900 Gerste, die werden dann hier erstmal verbraten. Und unsere Bäckereien hier, also die Molkereien hier, ach, denen ist das egal. Die machen aus Mehl so oder so. Hier Zwieback und hier mit der Butter noch zusammen. Ich guck mal kurz, wie viel Milch und Butter wir haben. Null Butter, das ist nicht wirklich viel. Und Milch? Milch, wo ist sie da? 130, das ist aber echt... Ja, wir haben noch, glaube ich, viel zu wenig Milchkühe, die hier kommen überhaupt nicht in die Pötte. Vielleicht sollten wir dann hier schon mal sagen... Teilt euch hier nochmal auf. Und dann können hier auch Milchkühe rauf. Einer soll da arbeiten und du teilst dich auf. Und dann müssen wir nochmal kurz gucken. Bei den guten Viehhürden, das sind jetzt 20. So, gut. Also, hier wird jetzt Weizen. Das heißt, wir brauchen noch ein paar von den guten Bauern. Wo sind sie? Müsste eine riesige Zahl sein. Bergarbeiter, nein. 24. Wo sind sie denn? Bergarbeiter habe ich doch gerade schon. Wo sind sie denn? Küstenarbeiter, nein. Nicht blind. Wo sind sie denn? Steinmetz? Da sind sie doch. 4. 52. Mein Gott. So. Dann wird jetzt hier nämlich Weizen angebaut und keine Gerste mehr. Das könnt ihr denn euch... Ach, die sind gerade noch am Einsammeln. So, und dann gucken wir mal. Die werden hier alle erschlagen von den Steinen.
Also, wir haben hier Gerste, hätten wir. Wir haben Brokkoli. Wir haben hier die Erbsen. Wir gehen mal ein bisschen raus, dann können wir uns das ungefähr so denken. Dann haben wir hier den Kohl. Wir haben hier oben die Kartoffeln. Wir haben hier Himbeeren und Heidelbeeren. Und dann machen wir hier... Jetzt schalten wir uns mal kurz durch. Sojabohnen sind voll langweilig. Die haben wir. Die haben wir, haben wir. Paprika möchte ich hier haben. Das klingt super lecker. Paprika. Hier auch. Paprika. Und hier. Paprika. Paprika. So. Die haben wir. Lassen wir mal offen. Brokkoli. Tja, Brokkoli ist eine super leckere Sache. Nicht. Kohl haben wir da drüben. Tomaten hätte ich, glaube ich, ziemlich gerne. Ja, hier machen wir Tomaten. Und Tomaten. Und dann machen wir hier auch noch Tomaten und Tomaten. So, dann haben wir viermal Tomaten. Haben wir doch viermal, ne? Jawohl. Ich glaube, ein so ein Mischfeld machen wir. Ich glaube, das machen wir hier. Hier machen wir... Erbsen sind gute Sättiger. Die kommen vielleicht darüber. Aber wir machen jetzt erstmal hier so ein Mischfeld. Wir machen irgendwelchen Sachen, die kein Mensch gerne mag. Sojabohnen. Wir machen hier Brokkoli. Dann machen wir hier Sonnenblumen. Und dann machen wir hier Kichererbsen. Was haben wir denn noch? Tomaten, Rettich. Ja, ich glaube Rettich. Ich glaube, die Sonnenblumen machen wir woanders hin. Sonnenblumen sehen immer so schön aus auf dem Feld. Dann machen wir hier ruhig Kichererbsen. Dann haben wir hier Sojabohnen, Brokkoli, Kichererbsen und Rettich. Super lecker. Hier lassen wir den Kohl. Dann machen wir, glaube ich, hier oben, jetzt wo wir Brokkoli haben, die reinen Erbsen haben wir nicht mehr. Die werden wir erstmal außen vor lassen, glaube ich. Die kommen dann gesondert aber auf jeden Fall auch noch auf einen Viererfeld. Das haben wir jetzt aber gerade nicht. Hier möchte ich eigentlich... Oder möchten wir hier die Sonne... Ich glaube, die machen wir noch ein bisschen anders. Ich glaube, wir machen... So als Show machen wir jetzt hier doch die... Erbsen. Drei Felder. So, aber bitte auch nur einer pro Feld. Wir müssen es nicht übertreiben. So. Machen wir die mal zu. So, machen wir zu. Hier haben wir auch nur einen, ne? Genau. Und dann machen wir nämlich... Hier außerhalb, kleinere Felder, da kommen die Sonnenblumen drauf. Hier so eine kleine Lückenfüller, hätte ich bald gesagt. Können wir die nicht so über die Ecke machen hier? Das muss ja wenigstens so ein bisschen schon... Ist ja bald verschwendet, wenn wir hier nur einen so einen Arbeiter drauf schicken. 15,7 oder wir machen es so. Oder wir machen es so. So, da kommen da Sonnenblumen hin. Ja, das ist mir auch ein bisschen sehr klein. Wie groß ist denn das hier oben? Man müsste sich das irgendwie einblenden lassen können. Da die ganze Zeit, dass man ungefähr sieht, wie hier die Felder geschaffen sind. Ich glaube, hier oben machen wir noch eins hin. Ja. Hier passt sogar ein größeres hin. Bam. So. Da kommen die Sonnenblumen hin. Wunderschön. Und ich glaube, das machen wir hier auch. So. Dann haben wir so ungefähr... Naja, gut. Eigentlich fehlt uns noch eins. Dann hätten wir auch vier von den Dingern. Egal. Wir machen jetzt erstmal... Sonnenblumen. Bitte nur einer. Hier oben auch. So. Und hier auch nur einer. So. Wunderschön. So, dann haben wir das, das, das. Und dann schrauben wir natürlich auch die Bauern nach oben. Die waren hier auf 58. Wenn das mal keine Zahl ist. Sind die eigentlich noch nicht fertig hier? Meine Fresse, das dauert aber. So. Dann haben wir... Ich hoffe, das kann hier nicht drüber springen. Wenn das krank ist, dann könnten sie ja trotzdem einfach hier rüber, bam, und dann noch da.
Wenn das der Fall sein sollte, dann werden wir das Ding einfach wieder abreißen hier. Dann ist mir das egal. So, dann kommt hier gleich der bescheuerte Weizen. Die Gerste. Da kommen die Paprikas hin. Hier kommt dann der Weizen hin hier oben. Achso, hier habe ich noch eine Brücke bauen lassen, weil hier sind so Mühlen. Da fehlt jetzt natürlich auch schon. Achso, klar, er hat noch keinen Weizen. Logisch, weil wir noch keinen angebaut haben. Ich bin sogar fast geneigt dazu, dass wir vielleicht hier oben auch... wartet mal, vielleicht über... Also wir hatten noch nie viel Gerste. Ich glaube, wir machen hier eine richtige Weizenproduktion hin. Nicht sicher, ob wir vielleicht auch ein bisschen Platz dazwischen lassen. Ich guck mal kurz, ob wir hier oben noch ein 11... Ein nach oben... 11, 11. Ja, Handy ist gut. Entschuldigung. Wir machen hier. So. So. Lassen hier einen Platz zwischen. So. Und so. Haben wir das jetzt hier erwischt? Ja. Hier machen wir dann eine kleine Siedlung zwischen. Jetzt sehe ich gerade gar nichts mehr. Jetzt kommt der Winter dazwischen. Wir werden hier die Straße ruhig bis hier hinten ausführen. Und hier ist überhaupt kein Weg dran, kann das sein? Ich glaube, hier machen wir auch einen Steinweg hin. Ich weiß gar nicht, wo die hinlatschen hier, aber irgendwo werden sie da wohl hinlatschen. Eigentlich müsste die Straße dann einen rüber. Und damit das hier noch synchron ist, hätte ich bald gesagt. Ich werde es erstmal so lassen. Ich werde erstmal gar nichts machen. Auf jeden Fall sollen hier ein wenig ein paar Häuser zwischen. Und jetzt gucke ich, wie wir am besten hier die Häuser basteln. Wir können das jetzt zweispurig machen, diesen unteren Weg hier. Das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Dann, wir brauchen nämlich... Wir haben hier zwei Häuser. Die können hier gerade mal... das Feld abreichen. Aber wir werden hier oben noch an die Straße direkt welche basteln. Glaube ich noch besser. Bis hier machen wir es denn so. Eins. Zwei. Drei. Vier. Vier Landhäuser hierher. Ja, und natürlich, ach, passt sogar hier schön. Hier zwischen machen wir noch zwei. Ach hier, was soll der Geiz? Wartet mal, wir machen den auch so rum. Wir machen hier drei Lagerhäuser zwischen. Wir sind doch, wir haben es doch. So, weil es gerade so schön symmetrisch ist. So, aber ich glaube, das war's auch dann für die Episode. Wahrscheinlich habe ich auch die grundlos überzogen jetzt, aber dieses aus dem Spiel fliegen zwischendurch hat mich durcheinander gebracht. Deswegen danke ich euch recht herzlich fürs Einschalten. Wir sehen uns in der nächsten Woche bei Banish wieder. Haut rein!